Jo, da sind wir zurück zu Minecraft. Weiterhin hier mit Spawn. Und, ja, Leute, ich bin jetzt gerade überlegen, was ich mache. Weil wir direkt am. Ja. Es könnte ein bisschen mehr sein. In dem Sinne. Ob ich da nochmal eine Lau ranhaue, weißt du, Andi? Ja. Oh. Endlich. Ja, ich bin halt dafür da, dass du alles betreiben kannst. Ja. Was wollte ich denn jetzt? Brot gemacht hast du noch nicht, ne? Und wir haben genug Karotten und Fleisch. Fleisch haben wir extrem viel da. Echt? Ja. Karotten sehe ich, Fleisch sehe ich hier nicht. Andere Kiste. Ah, da. Wo? Oh. Nehmen wir mal 32 Stück. Was ich habe, habe ich. Ja. So. Ja, ich bin echt gerade überlegen, was ich mache. Weil dann hätten wir zwei Laus dran noch. Hier oben liegen überall Steine rum. Ja, das ist, weil der Recycler hier zu langsam war. Ich habe da jetzt gerade noch ein Upgrade reingemacht. Jetzt ist er schneller. Okay. Und ich habe in den normalen Iron Furnace auch nochmal 9 Stück reingepackt. Okay. Also in jeden 3. Ja. Ich wollte jetzt eben noch 3 Stück machen. Ja, ich war gerade ausgelockt, die Welt, die lädt irgendwie ganz beschissen heute bei mir. Ja, hier werden wir natürlich später auch noch weitermachen. Einmal gerade für die Leute wieder einen kleinen Rundflug machen. Hat sich irgendwas bei dir getan, Andi? Nee, noch nicht. Er lädt die Welt nicht, jetzt lädt er sein. Keine Ahnung, Leute, es steht bis hinten hin. Hier sieht man fleißig die Maschinchen. Hier auch. Ah, hier müssen mehr Fackeln hin, ne? Sonst wachsen die... bei mir... Also ich glaube, ich muss wirklich nach der Folge gleich einen Serverneustart oder so machen. Oder hast du gar keine Probleme? Überhaupt nicht. Na, guck mal, zack. Oder ist mein Ping so scheiße? Nee. Keine Ahnung. Meistens fängt es sich ja wieder ein. Ja. Ja, Bäume sind alle gepflanzt. Jetzt muss er die nur noch abroden. Jetzt habe ich hier erstmal... Fackeln reingesetzt oben bei dir. Sonst kann da nichts wachsen. Ja. Klick, 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 klick. Hört sich ja schon geil an, ne? Klick, 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 klick. Hier sieht man das ganze Prinzip nochmal. Und was ihr halt wirklich, Leute, nimmt immer Glasfaserkabel. Das ist wirklich das A und O in diesem Spiel. Ganz genau. Man hat einfach so wenig Verlust. Ich glaube, hat man überhaupt Verlust? Keine Ahnung. Ja, ja, alle 40 Kabel hast du einen EU-Tick verloren. Ja, 40 Kabel. Alle 40 Kabel ein EU. Ja, Donnerwetter. Also könntest du ruhig von den Solarzellen hier oben hier reingehen. Ja. Locker in das Haus gehen, in dem Sinne. Ganz genau. Ja, alle 40 Kabel ein EU. Das bedeutet, wenn du bei 30 neuen Generat ein neues Ding hinsetzt, wie heißt es hier, so ein Speicher, dann gleicht sich das ja wieder aus, oder nicht? Ja, klar. Ja, also, ja. Ja, und bei Kupfer war, glaube ich, jedes vierte, ne? Genau, bei Kupferkabel war jedes vierte Kabel hat ein EU verloren. Genau, so war's. Na Leute, ich glaube, ich... Boah, das wird haarig. Und es wird Nacht. Jo. Hier haben wir nochmal auf jeden Fall ein bisschen Warbart. Das brauchen wir auch. Ja, dann lass uns erstmal wieder gleich wieder schlafen gehen. Ich war nämlich gerade eine rauchen und meine Frau hat sich gerade über Walking Dead aufgeregt. Dass das so scheiße war.
Ich geh kurz auf Klo, wenn ich im Bett liege. Ja, ich geh auch grad. Ins Bett gehe ich. So, Leute. Wir werden da jetzt nochmal eine Low Voltage ranhängen, Leute. Und dann sollte das Problem mit den Dingens auch behoben sein. Mit dem ganzen Kram. Wir können jetzt nochmal gerade gucken, ob wir hier noch ein bisschen Sachen zum Brennen drin haben. Guck mal, hier kommt auch schon wieder ohne Ende Kupfer und all so ein Dreck an. Ja, die ist voll bis unterm Popo. Hier und da und da. Kann man dann gleich wieder alles schön schmelzen. Schmelzen, schmelzen. Ja, das war's. So. Laufen dann da auch schon wieder die Maschinen. Und dann können wir beigehen und so. Haben wir da jetzt auch noch ein bisschen hier gemacht. Sehr schön. Brauchen wir auf jeden Fall wieder 16 Stück. Erstmal so viele machen, wie wir hinbekommen. Zähne. Okay, also uns fehlt auf jeden Fall Kupfer. Da haben wir noch ein bisschen. Ja, haben wir noch so ein bisschen was. Ein bisschen Wobber. Wobber, Wobber. Haben wir auch schon wieder 63 Stück. Absolut gut. Ey, die Produktion kommt gerade so hinterher, Andi. Ja. Ist perfekt. Ja. Das ist richtig gut gerade. Und so macht es natürlich auch Spaß, das Spiel, ne? Also es kommt ja auch noch da jetzt wirklich hinzu, dass man dann wirklich viel mehr Spaß an diesem Spiel hat. Wenn man hier ohne Ende... Klar, in dem Sinne saue ich gerade rum mit den Rohstoffen, das muss man auch dazu sagen, klar. Aber von der, anderen Seite, ja, brauchen tun wir es eh. Ganz genau. Bei dem Motto, lieber früher wie später. Genau, und ein bisschen nachgefüllt. Was anderes haben wir ja in dem Sinne nicht. Genau. Wir haben jetzt ja nur... Da kommt ja auch noch tonnenweise von unserer Riesen-Quarry. Genau. Ja, und man darf nicht vergessen, wir lieber jetzt ein bisschen nachstocken. Wie nachher, sage ich jetzt einfach mal, 5 Midi-Voltage-Anlagen bauen. Ja, ja, weil dann stehst du 30 Tage an dem Punkt und baust die Kacke. Ich will mal gerade zur Quarry. Ja, schau dir den mal an, ne? Und gerade nach dem rechten sehe ich, dass kein Wasser mehr läuft. Aber wir finden es komisch ab, wenn Lava ist, wird sie zerstört. Ich glaube, dass dann die Anlage zerbröselt wird. Ist einfach so ein... Ja, Gefühl. Ja. Hier ist alles perfekt, Andi. Wassertank voll bis unter den Arsch. Keine Energie überflüssig. 4900. Das ist wunderschön. Jetzt mache ich sie einmal aus. Stell sie wieder an. Und wenn sie abgekühlt ist, dann läuft sie wieder. Wir lassen sie immer jetzt einmal abkühlen, Leute. Geht einfach um dem Prinzip... Wir haben ständig Probleme. Sagen wir es einfach so. Ja. Ja. Und die nächste Quarry, Andi, wollen wir das so machen, dass die dann untere Erde anfängt? Können wir machen, ja. Dass wir uns die Oberfläche nicht abreißen. Guck schon mal, wie hoch die ist. Dieses Gerüst. Das Gerüst sind... Wie viel Blöcke? Gerade gucken hier, ne? Ich glaube 3. Oder 4. Okay, also wenn du auf der Höhe bist, wo sie draufgesetzt wird. Du musst einmal das Gerüst nur gucken. Ah, ja, daneben mal. Ein paar Blöcke stellen. 1,
zwei, drei, vier, fünf. Fünf hoch. Na, fünf, also sechs. Sechs machst du am besten. Machst du sechs untere Erde. Genau. Und dann machen wir nämlich genau da drunter und dann bleibt nämlich die Oberfläche. Weil viele haben geschrieben, ja, warum macht ihr das denn so hoch? Leute, wir haben es am Anfang gemacht, dass wir die Bäume kriegten. Das hatte schon Sinn. Das war nicht einfach so aus Jux, ja, wir haben keinen Bock, das in der Erde zu setzen, sondern wir haben das gemacht, um Bäume gleich mit abzufarmen. Um mit euch da nicht durch den Wald zu laufen, 5 Stunden. Aber ihr sagt ja auch, euch ist es scheißegal. Gut, in dem Sinne stimmt schon, wir unterhalten uns ja trotzdem und machen ja hier und machen da. Ja. Also von einer Seite kann ich euch schon verstehen. Da habe ich es so reingemacht. So, Refine Iron, füllen wir nach. Wir haben 10, also wir brauchen noch 6. Zack. Dann brauchen wir den. Zu wenig Eisen haben wir bei uns. Ups, das war falsch. 6, 7, 8 haben wir auch fertig. Dann brauchen wir die Dinger. War das Silver Ingor oder Tin Ingor? Da komme ich immer mit durcheinander. War Tin Ingor. Ich habe mal nur 3 Tin Ingor. Sollten wir eigentlich auch noch genug haben. Ja. Also Materialien so wie Tin und sowas, damit haben wir ja gar keine Probleme mehr, Andi, ne? Ja. Wobei viel auch nicht mehr da ist, oder? Doch. Also Tin, ja. Oh, scheiße. Da haben wir eine zu viel gemacht. Das ist nicht schlimm. So. Und die da oben rein, das da rein. Achte, sehr schön. Den ziehen wir nach unten. Die haben wir, die haben wir, das haben wir. Was fehlt uns noch? Cool Dust. Die Dinger müssen wir gerade machen hier. Kohle gerade wieder hier. 64 Stück einfach da reinknallen, Leute. Dann können wir uns hier den Updater, den 4er rausnehmen und den da reinklatschen. Ja, zwischen den Extraktor heißt es, glaube ich, und Mesoeta, da kann man immer die Updater hin und her schieben. Ja. Das ist nicht, genau. nicht so tragisch, Leute. Und da läuft's auch. Wir gehen mal gerade in den Keller und gucken mal. Nicht, dass die Kiste gleich voll ist. Oh ja, ist fast voll. Bringen wir den ganzen Kram mal weg. So. Strom sind immer noch 8 Millionen drin. Also, es dauert schon. Jetzt gehen wir da rein, hauen. Oh, die nicht. Den ganzen Kram da mal rein. Und hauen hier mal neue Recycler hier raus. So. Ein 64er haben wir. Ups, die nicht. Den. So. Die hauen wir dann hier wieder rein. Wie sieht's da drin aus? Da sind noch genug drin. Da haben wir wieder so ein bisschen Cool Dust. Jawohl. So, jetzt können wir hier die nächsten. Ah. Halt. Wir haben noch Glas bei uns. So. Dann wollen wir mal die Solaranlagen bauen, Leute.
Zack, zack, zack. Ach, ich liebe auch diese Bautische. Das ist so angenehm. Oh ja. Überleg mal, du müsstest diese 8 Solarpanel normal bauen, Andi. Da kriegst du doch einen Hals bei, Alter. Ja, definitiv. So, und noch eine Low Voltage. Da wird es auch schon wieder dunkel. Ja, ich schließe gerade noch die andere Low Voltage an. Ja, sag, wenn du im Bett liegst, dann logge ich mich kurz aus. Jawohl. So, angeschlossen. Und liege. Ja. Jawohl. So, wir sagen wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.